Eigentlich ist Handball ein norddeutsches Phänomen. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso der Sport bis jetzt an mir fast komplett vorbeigegangen ist. Nur ein bayerischer Verein hat den Klassenerhalt in der Bundesliga vorzeitig geschafft, und zwar der HC Erlangen. Heute bin ich zum ersten Mal beim Handball und es ist echt ein Kulturschock. Der letzte Spieltag steht an, die Erlanger könnten der beste Bundesliga-Aufsteiger aller Zeiten werden. Es geht gegen den SC Magdeburg, der 2002 als erstes deutsches Team die Champions League gewinnen konnte. Mensch Leute, zum ersten Mal beim Handball. Das Einzige, was ich weiß, ein Spiel dauert 60 Minuten und am Ende gewinnt der HC Erlangen. Da hast du es mit, aber Magdeburg haben bestimmt ein deutliches Würstchen und ein Fünfte der Tabelle. Aber, Manu, wer weiß, wir haben keine Ahnung vom Handball. Ja, das wird großartig, habt auf jeden Fall Spaß. Ich werde jetzt im Video so ein bisschen rumklugscheißen, aber meint nicht, dass ich das wirklich wüsste. Ich habe halt einfach keine Ahnung. Die Glocke ertönt, der Rauch steigt auf, jetzt kommt also das Team. Das Spiel findet übrigens in der Arena Nürnberger Versicherung statt, also direkt in Nürnberg. Der Grund dafür ist, dass es in Erlangen einfach keine Halle gibt, die groß genug ist. Heute sind zum Beispiel 4000 Fans vor Ort und in der Politik gibt es aktuell die Diskussion, ob eine neue Halle gebaut werden soll oder eben nicht. Das Ergebnis ist halt noch offen, aber eine Alternative gibt es halt einfach nicht. Kommen wir zum Spiel. Der Beginn ist sehr ausgeglichen. Erlangen führt nach 15 Minuten sogar mit 7:6, aber dann sieht man schnell, was den Unterschied ausmacht. Magdeburg zieht das Tempo an und ab geht die wilde Fahrt. Wir haben ja keine Ahnung von dem Sport, aber die Stimmung, die ist zumindest ziemlich geil. Also ich muss sagen, von Minute zu Minute finde ich das einfach viel geiler. Das ist hier so ein bisschen wie am Ballermann. Absolut, das ist absolute Party-Atmosphäre. Die Mega-Arena ruft. Jürgen Dreh schlägt gleich auch noch auf. Also das ist top. Magdeburg spielt taktisch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Das ist schon stark. Und wir haben keine Ahnung, was taktisches Niveau genau im Handball ist, aber es ist ein Großteil. Wir sind dabei, das ist das Wichtigste. Eishockey ist ein super Sport. Absolut. Ja, also man hört uns kaum, so laut ist es einfach in der Halle. In Halbzeit 2 ist es dann das gleiche Bild. Erlangen versucht eine Aufholjagd, das gelingt aber nicht. Und mein Highlight habe ich leider nicht gefilmt. Erlangen startet einen Konter, Guardiola steht frei vor dem Tor, aber bevor er wirft, bekreuzigt er sich noch und trifft dann wenige Sekunden später. Eine ziemlich geile Aktion, der hat halt einfach die Ruhe weg. Naja, für den Sieg hat es leider nicht gereicht, aber trotzdem kann man zufrieden sein. Der HC bleibt auf Tabellenplatz 9 und ist damit der beste Aufsteiger aller Zeiten. Tolle Saison, tolle Leistung. Insgesamt 90.000 Fans waren in der ganzen Saison bei Heimspielen mit dabei. Mit Fußballzuschauerzahlen darf man das jetzt natürlich nicht vergleichen, aber für eine Randsportart ist das eine sehr, sehr großartige Zahl und zeigt, der Handball ist im Kommen und wenn ihr die Chance habt, da mal mit dabei zu sein, dann solltet ihr diese auch ergreifen und zu einem Spiel gehen. Die Spieler sind zum Anfassen, die Tickets bei weitem nicht so teuer wie beim Fußball, also gebt dem Handball eine Chance. Mein letzter Besuch war es auf gar keinen Fall.